Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games. Heute mal wieder alleine. Es strahlt mich hier jetzt ein Licht an und von da ganz hinten, ich könnte hier das Licht auch aufdrehen, aber ich denke, dass das Licht nicht so gut ist, weil dann irgendwie ich in irgendwelchen Farben leuchte und das nicht gerade sehr geil ist. So, erstmal hier den sich... Erstmal hier schön auf den Start. Oh, die Axt, Mann, die Axt hätte ich jetzt so gern gehabt. Mann, wieso? Oh, boah, hab ich jetzt ein monsterderbes Glück. Dass ich da jetzt einfach noch. dass ich da jetzt einfach noch in zwei Kisten reingucke und dann da ernsthaft noch was drin ist. Aber gut. Was soll man machen? Du wirst unser erstes Opfer werden, Nico Games HD. Du wirst sterben, Nico Games. Nico Games. Nee, du wirst sterben. Und er ist tot. Und danke für den kleinen Boost. Und ich renne den ja jetzt mal weg. Ich ziehe mir den sexy Brustpanzer hier an. Habe auch nicht mehr unbedingt sehr viel Leben. Deswegen snacke ich mir jetzt da mal was rein. Und hau erstmal ab. So. Gut, wir haben nichts Besonderes im Inventar. Und den Feuerstein könnten wir uns vielleicht eventuell nach ein Feuerzeug machen. Sollten wir eine Eisenbahn finden. Aber dann würde ich den dann doch vielleicht lieber... sparen. Okay. Wisst ihr was, Leute? Da unten ist jemand, der denkt, er ist cool. Aber dann hat er mich noch nicht entdeckt. Und dann komme ich und dann werde ich ihn nehmen. Werde ich ihn durchnehmen. Komm her. Und du kommst jetzt her, okay? Ey, ich habe das so gesagt. Und er ist tot. Gut. Oh, 1,5 Herzen, Leute. Das war ziemlich knapp jetzt. Hatte der nicht noch irgendwas hier unter Wasser? Der hatte doch noch mehr Sachen, oder? Der hatte doch einen besseren Helm, aber es kann jetzt ehrlich gesagt sein, dass die Sachen wirklich weggesprengt wurden. Das feiere ich jetzt gerade nicht so, dass die Sachen weggesprengt wurden oder vielleicht eventuell hier unten. Kein Plan. Kein Plan vom Leben. Ich bin wieder so verpeilt heute. Oder hinten ist jemand. Den könnte ich mir schnappen. Ja, und den werde ich mir auch schnappen. Hallo? Ja, komm her. Ich glaube, er sieht mich nicht. Oh, wir haben ihn. Gut. Gut, gut, gut. Hatte der irgendwas Besseres oder so? Nee, der hatte jetzt auch nicht unbedingt was Besseres. Oh, ein Kompass. Na, der... Das ist natürlich schon sehr geil. Und ein TNT. Gut. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo uns die ganzen Gegner hier sind, dank des netten Kompass hier. Und was mir jetzt aber irgendwie noch wichtig wäre, ist eventuell ein bisschen eine bessere Ausrüstung. Oder eventuell sogar ein Eisenschwert. Oder nein, gar nicht. Ein Bogen reicht. Ein Bogen reicht, Leute. Wenn mir jemand so nett ist und einen Bogen bringt. Dann bin ich happy. Okay. So, jetzt erstmal noch schnell was essen. Da drüben ist jemand, der hat eine Axt, die ich eigentlich gern möchte. Hey. Du kommst jetzt sofort her. Okay, ich werde ihn mir jetzt holen, sofern das klappt. Ich das möchte. Oh nee, er gibt mir von unten richtige Grills. Und jetzt muss ich da hoch und einfach schnell abhauen. So. Gut. Er kommt hier. Hallo. Tschüss. Bum, 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 bum. Okay, ich hoffe, ich habe ihn mal ein bisschen getroffen hier. Okay, ich glaube, ich habe jetzt wieder genug Leben, um es mit ihm aufzunehmen. Oh, das war jetzt ganz schön knapp, eh. Also ich dachte jetzt gerade... Oh, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen Bammel. Nein, hinter mir ist jemand. Hinter mir ist jemand. Ja, geil, dass ich das erst jetzt höre. Ja, geil, ich feiere das. Lapus, kannst du nicht einfach... Lapus. Guck, Lapus. Es macht jetzt keinen Sinn, mir hinterher zu rennen, denn ich habe dir nichts getan. Lapus. Lapus, komm schon. Ach, komm schon, Lapus. Oh, ich bin außen rumgelaufen. Habt ihr das gesehen? Das war ziemlich toll von mir, oder? Moment, ich habe Heal Potions. Wenn ich es schaffe, die Heal Potions runter zu tun... Mh.
Oh, was war das denn jetzt? Habt ihr das gesehen? Ich war fast tot. Ich war fast tot, Leute. Dann dachte ich mir einfach nur so, YOLO. Und dann habe ich... Alter, dann habe ich ihn jetzt wirklich noch bekommen, Alter. Nee, das glaube ich jetzt gerade hier nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Dream. Alter, habt ihr das gesehen? Ey, ganz ehrlich, das war der Monster-Move. Das war der Monster-Move. Zuerst so, er hittet mich noch, ich heil mich und dann gebe ich ihm auch noch einen Crit, Alter. Ja. Oh, ich habe Angst, dass hier gleich jemand kommt. Spinnnetze haben wir. Was wir auf jeden Fall runter tun könnten, ist eventuell der Kuchen. Ja, der Kuchen. Okay, 15 Sekunden. Ich denke, das geht sich mit dem Regen noch ein bisschen aus. Gut, 10 Sekunden. Nee, geht sich leider nicht mehr aus. Aber muss ich jetzt ein bisschen defensiver spielen. 4 Leute leben noch. Eventuell die große Map, bitte. Na ja, klar, die kleine Map. Und danke, dass dann gleich auch bei mir so leckt hier. Weißt du was? Ich hole mir jetzt das Dia-Schwert. Wow! Und... Zack! Hab auch gleich das Dia-Schwert hier. Oh. Oh, keine Chance hat er gegen mich. Keine Chance hat er. Und er brennt auch noch. Und... Oh, und dann hat er mich doch noch durch die Lava getötet. Schade. Das war so eine gute Runde. Das kann so jetzt nicht sein. Okay, GG. Er hat gut gekämpft, ja, Leute. Das muss man zugeben. Er hat gut gekämpft, aber wir haben im Deathmatch 2 Leute getötet oder einen. Ich weiß gar nicht. Ich guck mal eben schnell nach. So, hier. Hier. Wurde vom Bumsdoggy getötet. Nein, dieser David Diva. Dieser David Diva, ja. Der ist eine kleine Diva, deswegen hat er sich gedacht, er killt den ersten. Und dann geht er auf den Schwerverletzten, aber ich glaube, wir hatten sogar Heal Potions aufheben können. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war ein sehr cooles Deathmatch. Ich glaube, der hatte sicher noch so 1-2 Herzen und ich würde sagen, das war's. Haut rein, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Dann freue ich mich immer. Und einen Kommi könnt ihr auch da lassen. Und ja, ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao.